Hallo, seid gegrüßt zurück im LS19 auf der Felsbrunn. Ich habe mal ein wenig weiter gespielt. Man sieht es unten an der Karte, also mittlerweile gehören mir 4 Felder. Und ich habe auch den Hof ein bisschen umgestaltet. Ja. Ich habe halt gedacht, mach's mal ein bisschen offline weiter, dass man mal ein bisschen zu Potte kommt und nicht alles immer das gleiche ist. Ja. Ich habe mittlerweile auch ein paar Pferde und ein paar Hühner. Hühner, man hört sie schon. Ja. Die Hühner haben soweit alles, ist ja ganz einfach. Die haben den Weizen. Bei den Pferden, die brauchen noch Heu. Aber dafür brauche ich ein Mähwerk und ein Schwade bzw. Zetter und einen Ladewagen und ja, laut Kontostand geht es momentan noch nicht. So, ja, habe auch fahrzeugtechnisch einiges schon kaufen können. Große Johnny-Dresche. Dann machen wir mal weiter. Die Silos, Saatgut, Dünger und so weiter, alles platziert schon. Und hier auf der 21 machen wir jetzt noch Raps. Also ist schon schwerer hier im 19er Kohle zu machen. Mal gucken, wie es klappt. So. Das darf der Herr Hilfer mal, oder die Frau Hilfer, wie auch immer. Hier haben wir auch überall Raps angesät. Der wächst, 50% gedüngt, noch kein Unkraut. Und da wird schnell ein bisschen die Zeit verspulen. Aber erst wenn das Feld 21 eingesät wurde. So, was ist denn der Verein? Olli. Aha. Olli, bleib mal stehen. Olli. Olli. Hallo Olli. Pferde einreiten, selbst machen. Das dauert. Ja, wie schon gesagt, also ich habe die ganze Woche weitergespielt, ich spiele das sehr gern, habe aber hier noch einen richtigen Beruf, habe auch diese Woche so
Zeit nicht gefunden, das aufzunehmen. Wassertank habe ich auch platziert. Was mir natürlich auch noch fehlt, ist ein Wasser. Ein Transportanhänger fürs Wasser. Ein Wassertank. Tankanhänger oder so. Ah, hallo. Der sieht hungrig aus. Der Tanke geht nicht. Ich hatte erst das Farmhaus verkauft. Also ich fange an mit neuer Farm, habe ich angefangen. Da ist ja alles schon, also schon einiges platziert. Farmhaus, Nebengebäude und so weiter. Ja, aber dadurch, dass man für die Tierhaltung Stroh, Gras, Heu, Futter und so weiter auch braucht, und es geht, soweit ich das gesehen habe, in den Standard-Silos nicht einlagern. Ja, dann brauchst du ein anderes Silo und ja, in dem geht's, da kann man alles mögliche einlagern, Futter, Saatgut, alles mögliche. Ja, hier die Halle platziert, steht nicht so viel drin, weil ich immer, ja, das dauert mir immer so lange, bis ich das riesen Mähwerk da rückwärts reingepackt habe. Ja, da geht eine halbe Folge drauf. Und naja, mal gucken, wenn es eine andere Halle gibt, eine größere Durchfahrhalle oder sowas, kann man die Fläche platzieren. Und das Farmhaus habe ich wieder hingestellt am anderen Platz, weil ich tatsächlich, ja, nachts spulen möchte, also schlafen möchte. Dann mit dem 120er spulen, das dauert dann doch lange. So, dann kommst du wieder zurück. Der Olli ist wieder auf der Weide. Das ist der Olli. Nee, tatsächlich nicht. Bist du der Olli? Olli. Mal striegeln. So, wie schaut das aus? Prozent. 83%. Muss man noch weiter reiten. So, das läuft, eingesät wird auch. Mal gucken, wie wir zu Geld kommen. Natürlich, natürlich. Ernten, ernten, ernten. Was ist das? Weizen ernten auf Feld 17. Bingo. Das mache ich. Maschinenhammer. Auf geht's zur Weizenernte. Also ich finde den John Deere Drescher sehr cool irgendwie. Hat auch eine relativ große, das heißt relativ, zweitgrößte Konter in dem Spiel. Allerdings, was mich ein bisschen stört, ist das, dass man das Überladerohr, dass das nicht so knicken kann wie der Fendt-Mähdrescher. Das ja, sieht halt ein bisschen doof aus.
und jetzt eng rückwärts in die Halle reinfahren. Ah, Licht. Moment. Okay. Ja, das war ein Satz mit X. Feld 1, das ist nicht so weit oben. Was ist das hier? Nee. Haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Ist. Nein, nein. 4000 Feld 1, nee. Das ist 4000 Feld 2, ey. Ich fahre nicht einen halben Tag durch die Gegend für 4000 Euro, mach ich nicht. Oh Menno. Nix Gescheites dabei. Tut mir leid, Freunde. Das war nix. Aber schnell weg, der Auftrag ist da. Zeit läuft auf 1, also komisch. Na, alle. Zurück auf den Hof mit dir. So. Was mache ich als nächstes? Ich könnte das Feld 21 selbst fertig einsehen. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob das so cool ist, ständig hoch und runter zu fahren. Das ist auch ein bisschen, das zieht sich immer so. So, aus. War nichts geschnappt. Wie weit ist denn die Elvira? Ja. Also ich habe schon etliche Missionen gemacht und ja, die Felder auch schon des Öfteren eingepflanzt und eingesät, gesät und geerntet, verkauft. Also ist schon einiges an Geld draufgegangen bei mir. Kann man ja sehen. Wie gesagt, der nächste Schritt wollte, also ich wollte eigentlich das Nachbarfeld hier kaufen, 22. Die kostet aber, glaube ich, 400 und, ja, und ein paar tausend. 403.000 Euronen. Und da muss man erstmal lang was machen hierfür. Da würde ich nämlich dann anschließend die 21 und die 22 zusammenlegen zu einem Feld. Ja. Und weiß auch nicht, soll ich dann komplett, ich habe jetzt Hühner und Pferde. Schafe sind noch relativ einfach, denke ich. So war es im 17er jedenfalls. Ja, Gras und Heu. Nicht mal Wasser, oder was? Und kein Wasser. Doch, braucht auch Wasser, logisch. Gras und Heu. Schnelle Fortpflanzung. Verstehe. Vielleicht noch Schafe. Mal gucken. So, komm, tschüss, komm, das ist mal. Ja, man merkt es, dass ich nicht groß erzähle. Arbeit ist Arbeit, die steht an, muss gemacht werden. Ich mache es mit einem John Deere 7R. Hunde, Stunde zähle. Ich habe schon etwas länger im Einsatz. Aber ein toller Traktor finde ich.
Ich habe mir ja Gott sei Dank schon die neue Seemaschine von Harsch gegönnt. Da geht es ein bisschen schneller mit dem Einsee. Und ja. Und schon wieder nach Atlanta. Ja. Immer noch. Ja. Klasse. Oh, ja. Ich hoffe, dass ich jetzt beim Einsehen nichts kahle Stelle lasse. Weil von innen ist schwer einzuschätzen. Im Spiegel sehe ich es auch nicht. Die mir ist gleich leer. Das ist nicht gut. Ja, mein anderer Traktor. Ja, ich sage mal Hoftraktor, ist ja Quatsch. Ja, der hat eine Frontlade, um den Hühnerstall sauber zu halten und so weiter und so fort. Ist ein Deutz 724. Und wegen Dünger und wegen Kalken und wegen Pflanzenschutz hat der Pflegebereifen draufgekriegt, klar. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt im Real Life noch keinen 724er mit Pflegebereifen gesehen. Sieht auch ein bisschen aus wie, ja, passt irgendwie nicht. Also schon geile Traktor im Real Life. Also ich kenne ein paar Leute, die einen haben. Und ja, dann mit Pflegebereifen. Nur, was ist nur los? Ah. Nur weil es gebraucht wird. Wegen Fruchtzerstörung. Aber sonst optisch sieht es aus wie. Ja. Passt halt nicht. Ja, hier ist er. Fahrradreifen. Auf einem 724 war hier. Ja. Was man denn alles macht, dass die Frucht nicht kaputt geht. So, was brauchen wir? Ding. Dünger. Voll. Oh, man sagt gut Abschlagwürfel. Ist also hier, glaube ich, auch günstiger wie die Big Bags. Kostet zwar in der Anschaffung 5000 Euro oder Flotz. Aber lohnt sich schon nicht, ne? Dazu. Wo waren wir? Ja, weit.
So, der letzte Riss noch fertig machen. Ja, es gibt so viele tolle Sachen in LS, aber es gibt nicht so viel tolles Geld. Das ist das Problem und ja, das ist ein Geld-Cheat, Mod oder sowas, aber ich weiß es nicht. Dann dauert es halt. Kredit logischerweise voll ausgeschöpft. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn zurückzahlen will. Kann, muss, soll. So, gesät sind alle Felder. Jetzt müssen sie wachsen, Pflanzenschutz drauf, nochmal Dünger. Wenn ihr die kalt, nö. Nach das erste Stück habe ich noch gekauft. Gut. Okay, dann bin ich erstmal raus. Danke fürs Zuschauen an euch beide. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ciao.